atemberaubende Welten, Lebewesen mit Knuddelfaktor sowie Generationenkonflikte. Bei Strange World dürfen wir uns auf das fantastische Abenteuer einer außergewöhnlichen Familie freuen. Ich wollte eine Umweltgeschichte mit familiärem Hintergrund erzählen. Außerdem faszinieren mich Abenteuerfilme, wie beispielsweise Jäger des verlorenen Schatzes oder King Kong. Aber auch die Romane von Jules Verne. Und so ist die Idee zu dieser Story entstanden. Denn in Avalonia beginnen die energiespendenden Pflanzen zu sterben. Deshalb begibt sich deren Entdecker Clade gemeinsam mit seinem Team auf eine nicht ungefährliche Expedition, um die Ursache dafür herauszufinden. Bei diesem Handlungsstrang habe ich an die Zukunft unserer Kinder gedacht. Vor allem, was wir tun können, damit sie eine bessere Welt erben. Rechnet allerdings nicht damit, dass sich sein Sohn Ethan ebenfalls auf das Luftfahrtschiff geschmuggelt hat und seine Frau Meridian unfreiwillig ein Teil der aufregenden Reise wird. Für deren deutsche Synchronstimme Denenesh Sude ist hingegen ein Traum in Erfüllung gegangen. Ein geheimer Wunsch, und den hatte ich wirklich nicht geäußert, war, einen Animationsfilm mal zu synchronisieren. Und dass jetzt das gleich der Weihnachtsfilm von Walt Disney geworden ist, ist schon eine mega Wunscherfüllung, muss ich ganz ehrlich sagen. Außerdem trifft Clade während der Expedition auch noch auf seinen verschollenen Vater. Deshalb sind Generationenkonflikte schon bald vorprogrammiert. Aber wie vermeidet man diese eigentlich am besten? Es geht ja in erster Linie gar nicht ums Vermeiden, sondern es geht um es zusammenfinden, um Frieden schließen. Es geht um den, der Kreis muss dann wieder rund gemacht werden. Das wäre ja sonst so, als wenn man immer alle gleich auf einer Wellenlänge wären. Und dann wäre es, glaube ich, auch ein bisschen langweilig. Ich denke, es ist wichtig, seine Kinder zu unterstützen und ihnen Selbstvertrauen mit auf den Weg zu geben, damit sie ihre Träume verwirklichen können. Das ist das Beste, was man als Eltern tun kann. Denn nur im Team können sie ihre Mission erfolgreich abschließen. Vor allem Meridian beweist dabei viel Mut. Etwas, das sie mit ihrer deutschen Synchronstimme gemeinsam hat. Ja, ich bin mutig, weil ich ganz oft ins kalte Wasser springe. Also ich würde nicht mutig sagen, ich würde jetzt nicht, ich habe einmal Bungee-Jumping gemacht, würde ich nie wieder machen. Also das hat ja auch was mit Mut zu tun, aber ich gehe gerne in Situationen rein, wo ich eigentlich nicht weiß, was auf mich zukommt. So wie Splat, ein schwabbeliges blaues Wesen, das ihnen nach einigen Querelen ebenfalls hilfreich zur Seite steht. Wir wollten damit eine Art Sidekick, wie beispielsweise den Teppich von Aladdin, erschaffen. Etwas, das kein Gesicht hat und nicht sprechen kann, aber eine starke Persönlichkeit. Und so ist der gesichtslose, tollpatschige blaue Klecks entstanden. Klatsch finde ich großartig. Was für ein liebevolles, liebenswürdiges Wesen. Mit Strange World ist Disney also ein lustiges und spannendes Abenteuer für die ganze Familie gelungen, das uns nicht nur visuell beeindruckt, sondern auch wertvolle Tipps für ein bewussteres Miteinander mit auf den Weg gibt. Außerdem würden wir es lieben, wenn der Film dazu anregt, über einen gewissenhafteren Umgang mit der Umwelt nachzudenken, damit unsere Welt auch für zukünftige Generationen lebenswert bleibt. Wertschätzend mit dem umzugehen, was wir haben. Strange World, jetzt im Kino.